So, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Es ist, glaube ich, gestern keine Folge rausgekommen. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich so aufnehmen, dass morgen zwei rauskommen, damit ich wieder einen besseren Ausgleich habe und damit ihr auch mehr davon habt. Puh, das ist meine die Komfort. Egal. Ja, das Problem war einfach, dass ich am Wochenende leider ein bisschen zu beschäftigt war. Und ich wollte noch Splinter Cell aufnehmen. Habe ich gleich, glaube ich, vier oder fünf Folgen aufgenommen. Und dann sofort in YouTube hochgeladen. Dann hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr, eine Skyrim-Folge zu bearbeiten. Weil das nimmt ja auch ein bisschen Zeit mit sich. Auch wenn es jetzt echt gerade das Anspruchsvollste ist, was Videobearbeitung angeht. Aber nimmt doch ein bisschen Zeit weg. So, mir fehlt jetzt erstmal wieder was essen. Ich glaube, wir waren auf dem Weg zu Einsamkeit. Ja, Dietrich haben wir ja noch. Bisschen unser Zeug hier zu verkaufen, das wir noch dabei haben. Edelstein und sowas. Und ja, paar Quests machen, bisschen Gold verdienen dort. Essen, essen, essen da. Oh, jetzt hab ich auch Alkohol aus Versehen getrunken. Okay, wir sind zwar. Oh doch, trinken ist auch recht gut. Ach naja. Bisschen Wein zum Frühstück, das geht schon noch. So. Kaufen wir doch noch ein bisschen. Ihr seid irgendwie anders, Nahrung. Das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Nee, sind wir nicht. Nur ein bisschen Nahrung kaufen. Unsere Wasserflasche auffüllen. Natürlich. Ich danke euch. Ah, das Oberste. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Kauft mal gleich hier gebratener Schlachterfisch. Eigentlich. Also in echt esse ich gar keinen Fisch und nichts, was im Meer um sich heucht und fleucht. Ist halt einfach so. Da habe ich dazu entschieden. Bratkartoffeln kaufen wir. Aber so Fleisch ist natürlich gerne. Aber halt nichts, was aus dem Meer kommt oder sowas. Eine Honignuschschnitte. Kaufen wir doch mal. Wirbelbreiten, warum nicht? Wein der Surile Brüder. Komm. Dann ist auch noch. Den blöden Fisch kann sie behalten. Also gut. So, dann gehen wir mal weiter. Dietrich haben wir ja für diese Vampirhülle gebraucht. Es lädt ein bisschen immer lange am Anfang. Wie gesagt, wegen den Mods. Jetzt muss ich kurz ein Headset anstecken, weil die Batterie gleich leer ist, beziehungsweise der Akku. Das will ich auch nicht unbedingt. So, angesteckt. Weitergehen. Genau, der Weg nach oben hier führt nach Einsamkeit. Hier will ich mich eigentlich nicht länger aufhalten, in dem kleinen Dorf hier. In den Vorort von Einsamkeit. So, dann hier Zeitverschwendung. Und ja, hier ist angenehmes Wetter, wie man sieht. Schön klar, kein Schnee. Außer hier natürlich auf den Bergen. Was natürlich ganz gut ist für Frostfall und unsere Kälteanzeige. Hier hoch oder. Komm, weg damit der Minikarte. Nee, nicht da hoch. Hab fast gedacht. Ich würde natürlich mal auch ohne Ziel reisen, einfach so in die Wildnis raus. Das mache ich dann erst, wenn ich ein Zelt habe. Rucksack habe ich jetzt schon.
das glaube ich nicht der bestaussehendste ist. Ja, wenn ich ein Zelt habe, also ein Zeltlager, ein komplettes Lagerfeuer und sowas, dann kann ich mich auch weiter rauswagen. Wenn ich das sonst so tue, dann kein Hunger. Na gut, Hunger, das findet man ja, also Essen findet man ja überall in der Landschaft. Und seine Wasserflasche aufzufüllen, das geht eigentlich auch recht gut. Denn überall ist irgendwo so ein kleiner Fluss oder sowas. Das ist eine matschige Textur, der sieht jetzt besser aus. Ja, aber Schlafen wird halt schlecht werden. Und vor allem die Kälte. Wenn man dagegen nichts hat, dann ist man eigentlich schon so gut wie tot. Meiner Meinung nach, im Frostfall. Ich bin echt gespannt, ob wir die da selbst kaufen können oder ob wir uns sie schmieden müssen. Victoria. Entschuldigt, sieht aus, ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu kaufen. Einsamkeit ist ja die Hauptstadt hier im Himmelsrand. Also in Skyrim. Ja, da gehen wir jetzt doch mal rein. Ich werde auch vorsichtshalber, wenn es geht, was ist hier los? Die dürfen Onkel Rock dir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Schreib doch gleich mal alle zu. Auf Position. Svari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Macht schon genau, weiter! Ihr habt uns verraten, Verräter! Verräter. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verdient es nicht zu sprechen! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner! Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Am heutigen Tage breche ich auf nach Sovngarde. Zack, ist er weg. Uah. Gut, das war's dann ja auch mit der Belustigung. Und ja, das steht hier zur Belustigung im Mittelalter. Und eine schöne Torwache wart ihr. Ja, ich denke mal, die Stadt gehört den Kaiserlichen. Also ist er gespaltet in Kaiserlichen und Sturmmäntel. Nur weg mit dem alten Schrott, sage ich. Und die Sturmmäntel bestehen, glaube ich, nur oder zur Vielzahl aus Norn. Und die Kaiserlichen aus allem. Und da das ja hier, glaube ich, eine kaiserliche Stadt ist, halten die auch nicht so viel von den Normen. Deswegen wurde der jetzt auch, wenn es auch ein alter Brauch ist, gleich dafür bestraft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich an der Schmiede vorbeigelaufen bin. Das war eigentlich schon mal so mein erstes Ziel in der Schmiede. Nee, kriegst nix. Weil ich man ja sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Wegen den, Zelt. Nee, da hinten scheint die Burg zu sein, da will ich jetzt nicht hin. Nicht unbedingt. Und wenn ich dann die Dietriche und das Zelt habe, werde ich mich wieder so Richtung, wie hieß das Dorf nochmal, Marukaf, Maruf? Hab schon wieder verdrängt. Mortal, genau. Werde ich wieder hier hingehen und die blöde Vampirin da zur Strecke bringen. Denn wir sind auch immerhin Vampirjäger. Beziehungsweise Siegerin. Nicht falsch gelaufen. Ja, das lassen wir natürlich auf uns sitzen, dass wir da ein Vampir frei rumlaufen lassen.
Das geht ja gar nicht. Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Sturmmantelspionen, darauf kacke ich eigentlich. Was wollen die denn von mir? Mit der ganzen Sache nichts zu tun. Aber das gibt's doch nicht. Müsste doch damit sein. Neu in der Stadt, stimmt's? Hier ist normaler Händler. Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, geht zum Zwinkern ins Skewa. Die betreiben eine gute Herberge. Textil oder sowas. Kleiner Dingsbums. In. Boah. Ah, vielleicht ist er hier oben. Das sieht so gut aus nach einer Schmiede. Was braucht ihr? Raus damit. Vorbei. Was ist das denn hier? Ups. Das sieht aus wie eine Schmiede auf jeden Fall. Ah, das ist doch eine Schmiede hier. Beitrand. Schmiede. So, sprechen wir mal mit dem Schmied. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Schon mal was dazu verkaufen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Antikes Eisenschwert. Das sieht wirklich antik aus. Eisenschwert. Nee, nee. Alter, Dietrich, den kaufen wir mal gleich weg. Eisen ist ja nicht so. Oh, da, Fuhrplatt. Das sieht ja schon ziemlich nah einem Zelt aus. Wir müssen das, glaube ich, selbst zusammenbauen, das Ding. Aber das Gute ist, wenn wir uns hier alles zusammenkaufen können, dann ist es halb so schlimm. Ach ja, noch was, ups. Wenn die Waffen so schräg angeordnet sind, also jetzt habe ich so gewollt hingemacht. Geh nochmal hin. Wenn sie schräg angeordnet sind, dann sind es Zweihänderwaffen. Und wenn die ja senkrecht sind, dann sind es Einhänderwaffen. Dieses Stahlschwert hier. Bin immer noch am überlegen, ob ich mir lieber ein Schwert kaufen soll. Great Sword. Das war's auch schon. Dann werde ich den mal hier das Langschwert verkaufen. Tatsächlich mal behalten. Mehr können wir den noch nicht verkaufen. So, jetzt gehen wir erstmal nach drinnen in den Laden. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht. Vielleicht ist er ja noch ein anderer Verkäufer. Sammelkaninchen. Ja, cool. Ich komm gleich mal looten. Also. So, haben wir das alles hier geludert? Das gehen wir rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch also Tiere erlegen in der Wildnis, das ist natürlich ein rohes Fleisch, wenn wir das zu uns nehmen, können wir Krankheiten erleiden. Und ich glaube, es kann auch so weit führen, dass man, wenn man ja, dass wenn man oh, wieder Schießkunst. Sollen wir das Rohfleisch essen, dass wir auch daran sterben können? Hallo und willkommen, mein Freund. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag helfen? Ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Bogenschütze? Quatsch. Der hat wieder einen Dietrich, den kaufen wir natürlich gleich. Ah, okay, das ist so eine Art Jäger hier wahrscheinlich. Interessiert uns natürlich nicht. Kommt doch bald mal wieder vorbei. Also ich glaube, wenn man so ein Stückchen rohes Fleisch isst, ist es ja noch halb verträglich, aber na, ist ja ganz realistisch, wenn man zu viel rohes zu sich nimmt, also an Fleisch jetzt, ist das nicht gut für den Magen und ja, stimmt. Also wahrscheinlich wird man real erstmal eine Ficke. Okay, wollte ich auch gar nicht hin. Da wollte ich hin. Erstmal so eine Art Übelkeit bekommen. Bis zum Brechreiz. Ja, geht halt immer so weiter und irgendwann verkraftet der Körper halt auch einfach nicht mehr. Und das ist nur ein paar Pelzdings hier, was ich mir machen kann aus Pelz.
Das sind hier dann Rüstungen von Mods. Hier sind die Sachen. Ich glaube, das Buch muss ich kaufen, um spezielle Rezepte zu bekommen. Das braucht man auch, um bestimmte Rezepte zu bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Fehlt mir auf jeden Fall so ein... Versuchen, so einen Rucksack herzustellen. Weil der auf jeden Fall besser aussieht. Vor allem hat er den Nutzen, dass wenn man eine Fackel oder sowas besitzt, bin ich auch hier ganz schön angezeigt. Also auch optisch viel besser. Und realistischer. Also wir sind eigentlich schon, ich glaube, mit dem hier bedient. Small Fur Tent Red Petrol, das ist halt so kleine Pelz, kleines Pelzzelt. Ich glaube, die Unterschiede bestehen aus, also es gibt jetzt einmal Fur und Leder, also Pelz und Leder. Unterschied ist bei Leder, dass er gegen Regen schützt. Und Pelz gegen Schnee. Und das Large ist halt nur einfach ein größeres Zelt, was man vielleicht braucht, wenn man mit einem Gefährten unterwegs ist oder sowas. Dass es halt realistischer rüberkommt. Ich glaube, für mich ist das auch gar nicht. Oder ist da noch was zusätzlich dabei, eine Kochstelle oder sowas? Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Also wir wollen erstmal ein Zelt haben, da baue ich mir dieses Pelzzelt. Fordert Price Points 2. Dann müssten wir das hier doch eigentlich. Ach, 6, 8. Den Black brauchen wir nämlich Wolfspelz, deswegen werde ich den auch erstmal aufbewahren, schauen, ob das Spiel noch ein bisschen Pelz für uns hat. Anscheinend haben die kaiserlichen Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Zu labern. Nee, doch. Nee, der Normal hat er da. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob wir das auch benutzen können. Lederarmschienen, Lederhelm, Lederstiefel, Lederstreifen. Scheiße, jetzt müssten wir auch jagen gehen dann. Ich schau noch mal kurz. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht niemals Pause. Jetzt habe ich nämlich jetzt einen anderen Plan, wenn wir das jetzt alles da haben. Ist so ein gefährlicher Plan, aber so jetzt. Pelz. Ja, braucht man irgendeinen Tierpelz. Ist natürlich scheiße. Aber was soll's. Und ich weiß gar nicht, wie das war, ob man sich auch einfach so einen Campingplatz herstellen konnte mit einer. Hey, cool, die kann man sich hier einfach nehmen. Meine mit. Weil hier kann man auch Holz hacken und ich weiß nicht, ob das dann ausreicht, wenn man irgendwie so, ja, Bombenstumpen abhackt, die man in den Mühlen findet, um Holz zu bekommen und dann Lagerfeuer zu machen. Soweit bin ich dann nicht mehr drin in Frostfall. Ich glaube, das waren noch unendlich viele Updates, die neu dazugekommen sind, als ich das letzte Mal Frostfall hatte. Keinen Schluck getrunken. Hallo, ich bin Gisli, aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ja, okay. Beirand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Ja. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Tja, mein Gott, passiert? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Vielleicht hat sie sogar... Ach, sie verkauft es auch noch. Das ist ja sogar noch realistischer für uns. Denn, wer weiß, ob wir das überhaupt bearbeiten könnten, ob wir das überhaupt schon mal... Cool. Ob wir das überhaupt schon mal, irgendwo gelernt haben. Die Technik immer dabei.
Achso, werde ich mir jetzt da sofort ein Zelt kaufen. Aber ich schaue noch, was sie sonst so hat. Da müsste ich mir das nämlich nicht herstellen. Essen hat sie, Gemüse und so Zeug. Steine, Äpfel, Halskette. Wukazahn, Höhlenbärenpelz. Laternen. Es gibt auch einen Mod, der mir erlaubt, eine Laterne mit mir zu tragen. Und dafür braucht man dieses Laternenöl, um die Laterne, am Leben zu halten. Also damit das Feuer nicht erlischt. Ich frage mich, ob die jetzt auch die Laterne verkauft. Ach, da verkauft der sie. Werde ich mir auch kaufen. Ist nämlich ganz nützlich in Dungeons oder so, dass man da auch was sieht und keine Fackel halten muss. Die hat ganz schön viel, was wir brauchen. Also ich kaufe erstmal das Wichtigste. Jetzt ein bisschen Laternenöl und das Zelt noch. Ich kaufe mal 5. Das ist ja ganz oben, glaube ich. Die hatte, glaube ich, nur Pelzen, nee, nur Leder hatte sie da. Ist natürlich auch kacke. Ist nicht außersehen. Ellenbogen gegen was gestoßen. Und sie hat den braunen Rucksack, den könnte ich natürlich jetzt auch holen. Ich hätte mir auch das kleine kaufen, das große ist in meiner Hinsicht noch ein bisschen zu nobel für uns, ein bisschen zu teuer. Ich werde mich jetzt auch Cooking Pot kaufen für unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich den brauchen werde mit dem Zelt, aber sicher ist sicher. Da werde ich mir das hier kaufen. Weil die Sache ist, wenn man rohes Fleisch findet, muss man das kochen und dazu braucht man es halt einfach. Rohes Fleisch geht ja nicht einfach so runter. Da sehe ich mir auch noch das kaufen. Obwohl ich echt lieber ein Pelzzelt hätte. Weil es viel besser ist am Anfang für Schnee und sowas. Ich glaube doch diese Insektenlaterne, da muss man. Aber wie heißen die? Die Käfer, die halt nachts leuchten, mir fällt der Name gerade nicht ein. Nehmen wir nicht einfallen. Ist auch egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die kann auf jeden Fall fangen und dann gehen die automatisch in das Glas rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die nach einer Zeit sterben, die Käfer. Aber naja, ich finde eine handelsübliche Laterne irgendwie ein bisschen cooler. So, wollte ich noch irgendwas. Das ganze Gelaber, weiß ich es gar nicht mehr. Zauber verkauft sie auch. Echt so ein Kruschelladen hier. Und einfach alles. Travel Cloak brauchen wir nicht wirklich, die habe ich schon. Ah ja, Zaubertränke waren es, genau. Kleinheilung, Trank der Heilung, Trank der Gesundheit, Stark. Habe ich kein Geld mehr für. Ich mal mein Zeug bei dir loswerden. Das braucht man nicht. Ich brauche mir das vielleicht jetzt auch nicht mehr, ganz ehrlich. Dann würde ich das jetzt mal verkaufen. Sollen wir das auch mit uns rumschleppen? Ach ja, den Rucksack wollte ich noch Bier kaufen, genau. Fasanbrust. Da noch 2 Edelsteine. Brauche ich den? Ach ja, brauche ich für die Maske. Lehrlingskapuze, Lucky Coin. Das ist echt nicht für was wir den brauchen, Lucky Coin. Deswegen werde ich ihn erstmal behalten, weil er wiegt ja auch nichts. So viel ist er jetzt auch nicht wert. Silberring verkaufen. Das können wir nicht auch verkaufen, aber eigentlich auch nicht mehr. Sonst war es das eigentlich.
ist natürlich nicht so viel da, den wir jetzt noch kaufen. Nicht auch mal 50 Punkte. Das sind beides 50 Punkte. Huge Knapsack Grey Leather. Für. Das beides hat ein Gewicht von 5, glaube ich, oder? Das wiegt sogar noch ein bisschen mehr. Da kommt er weg mit dem Schrott hier. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. So, dann rüste ich gleich mal den Backpack aus. Huch. Und da sieht man halt auch sofort, da habe ich meinen Cooking Pot rechts, dann hier unten das Zelt, dann da die Axt. Ich weiß gar nicht, was da rechts noch reinkommt. Wie ehrlich ich bin. In euren Augen brennt ein gewisses Feuer. Genau wie bei meinem Bayran. Bitte seht euch doch um. Wir haben alles Mögliche. In euren Augen brennt ein gewisses Feuer. Genau wie bei meinem Bayran. Seht euch. Die werde ich jetzt auch mit den Favoriten abspeichern, die ein- und ausschalten kann. Als Vorwissen natürlich nicht. Seht euch doch um. Wir haben alles, was Mögliche. Man. Geht über den Leben wünschen kann. Das sagt Bayran zumindest immer. Komisch, ich dachte auch, dieser Wort, das würde sich da irgendwo breit machen. Guten Tag. Ist ja auch egal. 3 von 3, nein, es passt alles. Es passt auch. Passt. So. Sind wir ja schon mal gut ausgestattet. Willkommen am Nabel der Welt. Oder zumindest der Weltmeister. Jetzt versuche ich noch irgendwo Holz herzukriegen. Habt ihr meinen lieben Bruder Erikor schon kennengelernt? Nee, hab ich nicht, will ich auch nicht. Er ist so vertrauenswürdig wie ein Khajiit-Goldhändler. Ich frage mich echt schon, was der richtige Griff war. Ist egal. Also da haben wir uns jetzt schön gut ausgerüstet. Jetzt frage ich mich. So, da kann man auf jeden Fall nicht runter. Hier ist dieser komische Handelsposten von Einsamkeit. Ich glaube, ich gehe nach Dragon's Bridge zurück, war ja kein weiter Weg. Und dann gehe ich hier entlang. Ja, den Vampir nicht ausschalten. Den Weg gehe ich auch ein bisschen entlang. So gut es geht. Obwohl ich ja eigentlich die Gefahr vermeiden sollte.